Hallo Freunde, willkommen bei Vidicium Reviews von der Front. Hier ist der Re, da ist der Marius. Hi, ich bin dabei. Haha, das ist ein bisschen wie bei Amazing Discoveries. Ja, und gucken Sie hier. Ja. Ja gut, lass uns einfach, bevor wir uns vergessen. Erzähl doch mal, wir haben heute eine Actionbombe für euch rausgesucht, könnte man eigentlich sagen. Worum geht's? Die Equalizer mit Denzel Washington. Yes. Na, Actionbombe finde ich jetzt aber schon ein bisschen übertrieben. Naja, also Actionbombe ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber also wir haben auf jeden Fall schon mal gedacht, wir machen ein Double Play für die nächsten beiden Wochen. Das heißt, wir werden heute über Teil 1 sprechen, nächste Woche über Teil 2. Und du hast recht, Actionbombe trifft es nicht richtig. Der Begriff ist verkehrt gewählt. Ich würde den Film gerne nennen, er kommt so aus dem Genre, ich bin ein Bad Motherfucker irgendwie, weil das kannst du nicht anders sagen, Denzel Washington, The Equalizer, immer cool, immer gelassen, Herr der Situation, allen an überlegen, das ist halt wirklich das Ding, ich bin der Bad Motherfucker, mir kann keiner was, ich spüre hier quasi keinen Schmerz, ich gehe durch alle durch, ich mache alle platt. Wir wissen, es gibt nur einen Bad Motherfucker. Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, er steht auf seinem fucking Portemonnaie, also bitte. Das wäre der Big Black Motherfucker. Nein, da steht so, Bad Motherfucker drauf. Tatsächlich, ja. Aber gut, wir sprechen nicht über Pulp Fiction, wir sprechen über The Equalizer. Also ich persönlich fand Denzel Washington in dem Film wirklich ziemlich genial. Ja, die Rolle war toll, die Story war okay, aber erzähl uns du doch mal so ein bisschen im Groben, worum geht es überhaupt? Worum geht es? Also wir haben diesen Charakter, den, ich muss jetzt schon wieder gucken, Robert McCall, den Denzel Washington da spielt. Wir kriegen quasi innerhalb der ersten 2-3 Minuten schon unterschwellig mit, dass er irgendeine Art militärischen Hintergrund hat und dass er so ein bisschen ganz leicht, würde ich sagen, autistische Züge auch hat. Ne? So, er legt halt sein Besteck immer ordentlich hin und das muss alles so ein bisschen stimmen, wenn er da im Restaurant oder im Café sitzt. Okay, also er ist ein Perfektionist und er hat einen militärischen Hintergrund. Und kurz gesagt, er hilft Leuten, die in Not sind, die Probleme haben. Er löst diese Probleme. Das Wort Equalizer, Equalize ist ja Gleichung. Er stellt quasi ein Gleichnis wieder her, wenn man es sehr weit ausholen will. Nun trifft er auf jeden Fall, oder trifft nicht, in diesem Café, wo er nachts immer noch hingeht und sein Buch liest und einen Tee trinkt, mit einem Teebeutel, den er mitbringt. Hier wieder die autistischen Züge. Und auch nur einen Teebeutel. Trifft er eine Prostituierte, beziehungsweise die schnacken ab und zu auch mal so ein bisschen so flüchtiges Geplänkel. Auf jeden Fall kommen die sich näher, also nicht sexuell, sondern auf freundschaftlicher Ebene. Und er stellt fest, okay, sie hat hier Probleme mit ihrem Zuhälter. Und kurz darauf stellt er fest, das Mädel wurde ziemlich übel zugerichtet. Und dann geht er los und haut diesem Zuhälter und seinen Komparsen mächtig aufs Maul. Problem ist, er legt sich dabei mit der gesamten, waren es die Russen? Ja. Er legt sich dabei mit der gesamten Russenmafia dieser Stadt, welche Stadt war es? Dieser Stadt an. Also er sticht quasi in ein Wespennest, und dann geht das Ganze John Wick-like immer eine Stufe höher. Okay, jetzt ist der angepisst und hey, du hast meinen Handlanger, jetzt kommt der nächste Big Boss und er geht also bis ganz nach oben. Ja. Ich finde es ja interessant, dass du seine, nennen wir mal seine verträumten Eigenheiten, die er da aufzeigt, irgendwie jetzt als autistisch irgendwie siehst. Man könnte ja sagen, so leicht dieses monkige Verhalten, ja, auch. Ja, das ist doch autistisch. Ich persönlich hätte jetzt beispielsweise, wo ich den Film damals gesehen habe, gedacht, okay, das ist halt, du hast ja gesagt, er hat irgendeinen militärischen Hintergrund, man erfährt das ja nicht so direkt. Mhm. Man denkt sich so seinen Teil, na, war er bei den Ledernacken, war er vielleicht beim FBI oder was weiß ich. Ich persönlich hätte einfach gesagt, okay, das ist so eine Art einfach Disziplin, ja, also Disziplinverhalten irgendwie. Ja, aber also du lernst so, in der Disziplin nicht, dass du deinen einen Teebeutel mit ins Café nimmst und den auch komplett ordnungsgemäß und immer gleich einpackst. Also das ist schon ein bisschen eine andere Spur. Ja, das ist wohl richtig, das stimmt wohl. Also vielleicht wollte man da ein bisschen Hintergründiges irgendwie einbauen. Aber wie gesagt, ich hätte so mit diesen autistischen Zügen nicht unbedingt gedeutet. Ja gut, aber wenn du jetzt die Szenen siehst, wie er, wenn es dann zu einer Reiberei kommt, wie das quasi bei ihm angezeigt wird, dass er quasi alles in Zeitlupe nimmt und er sieht und diesen ganzen Raum, jede Möglichkeit in sich aufnimmt, ist ja auch eine Form oder ein Merkmal von Autisten, dass die sich halt alles Mögliche merken. Ja. Das Schöne ist in dem Film, wir brauchen ja
da eigentlich gar nicht tiefer in die Story eingehen. Ich sag mal, was Marius jetzt gerade schon gesagt hat. Das ist die Story. Darum, das zeigt im Prinzip jetzt einfach schon, was da passiert. Wir müssen ja die Szenen nicht einzeln auseinandernehmen und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten kennen wahrscheinlich auch die Equalizer schon. Weil ich kannte ihn tatsächlich nicht. Also Ihmchen und unsere gute Freundin Lucy haben mir den empfohlen. So, ey, musst du gucken. Habe mich lange gegen gesträubt, weil, okay, ja, der geht über 2 Stunden. Nee, habe jetzt keinen Bock drauf. Gut, ich habe dann vorletztes Wochenende gleich den ersten und nächsten Tag den zweiten geguckt. Okay. Aber bitte. Also was ich ganz gut finde, das sind 2 Aspekte bei dem Film. Zum einen, dass Denzel Washington durch diese Rolle, die er hat, dieses Schweigsame, halt nicht die ganze Zeit, sage ich mal, forciert oder so ganz plump subtil irgendwie seine Eigenarten da irgendwie rausstellt oder warum er bestimmte Sachen macht. Beispielsweise eben, dass er die Zeit stoppt, wenn er so merkt, okay, jetzt geht hier gleich den Kampf los irgendwie und er stoppt die Zeit. Was übrigens nie erklärt wird, warum er das tut. Das ist das, was ich meine. Also es wird da nicht einfach so plump irgendwie dahingesagt, von wegen, er macht das aus dem und dem Grund. Nein, gar nicht. Also er macht es einfach. Also er gibt, glaube ich, einmal irgendwie einen Kommentar ab von wegen, 19 Sekunden, Mist. Oder er sagt vorher so, okay, ne, er guckt sich alles an, so unterbewusst in dieser Zeitlupensequenz, so nimmt alles in sich auf, sagt dann irgendwie 16 Sekunden und dann stoppt er die Zeit und 19 Sekunden. Also es könnte quasi so sein, entweder er führt eine Wette mit sich selber oder er übt selber oder er denkt vielleicht, naja, mal gucken, ob ich noch so schnell bin, wie ich früher war oder so, keine Ahnung. Also es wird einem halt einfach nicht plump unter, sondern es ist einfach eine Kleinigkeit, eine Eigenart von ihm, die besteht einfach, die ist einfach so. Ein anderer Aspekt, der mir bei dem Film sehr gut gefällt, ist, dass wenn man sich jetzt die meisten anderen Filme von dieser Art ansieht, wie gesagt, ich habe gesagt, ich nenne es halt, ich bin ein Bad Motherfucker, einfach weil er durch die Leute durchgeht, weil ihn keiner aufhalten kann und er ist immer Herr der Lage. Er steigert sich auch permanent. Egal, ob es Gangster sind, ob es die Leute von der Mafia sind, also egal, ob Kleinganoven, größere Ganoven, ob es Polizisten sind, also korrupte Polizisten oder wie auch immer, es wird ihm einfach keiner Herr. Er ist immer Herr der Situation. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil der Klassiker ist eigentlich bei solchen Filmen, dass jemand bis zu einem bestimmten Punkt kommt, wo er Herr dieser Situation ist und dann kommt immer irgendwie so ein Cut irgendwie so, wir haben jetzt ein Druckmittel gegen dich in der Hand und damit haben wir dich jetzt unter Kontrolle. Das ist beispielsweise die entführte Frau, das entführte Kind, irgendwie sowas. Vito, das Druckmittel haben wir hier aber auch. Seine ganze aber nicht so schnell. Ja, stimmt, das kommt extrem weit am Ende irgendwie und bei anderen Filmen hat man das einfach schon früher. Das gibt vielen Filmen sehr, sehr früh diesen Dämpfer und man muss sagen, selbst da, wo diese Situation ist, wo die Mafia quasi seine Kollegen, diese Belegschaft von dem Baumarkt, in dem er arbeitet, als Geisel nimmt, selbst diese Situation hält nicht lange an. Und selbst davon lässt er sich nicht verunsichern und geht quasi gerade seinen Weg durch. Das heißt, wir kommen zu keinem Punkt in dem Film, kommen wir in diese Situation, wie gesagt, die ganz oft in diesem Film sehr, sehr einfach zu voraussehbar ist. Ich sag mal, um es bildlich darzustellen, da steht dann der Bösewicht, hat die Tochter hier am Arm und hält ihr die Pistole an den Kopf. So. In dieser Situation kommen wir während des ganzen Films nicht. Er geht einfach gerade durch. Und das ist, wie ich persönlich finde, einfach mal eine erfrischende Abwechslung, weil es ist nicht so kalkulierbar. Man rechnet die ganze Zeit noch damit, da muss jetzt irgendwas kommen, wie die ihn doch mal aufhalten können, wie er mal irgendwie, wie ihm der Schwung rausgenommen wird. Nein, also er ist die ganze Zeit gerade und dabei muss ich an einen Satz denken aus dem Film Copland, den Ray Liotta da zu Sylvester Stallone gesagt hat, du kannst einen Mann auch verfolgen, wenn du vor ihm läufst. Es geht darum, auch mal abzubiegen, wenn du eine rote Ampel siehst. Irgendwie. So ist Denzel Washington im Prinzip in diesem Film. Er fährt und fährt und fährt und neben ein Hindernis kommt, hat er sofort eine alternative Route, weicht aus, aber bleibt die ganze Zeit auf seinem Weg. Und deswegen finde ich persönlich, ist Equalizer, was dieses Genre betrifft, für mich eines, was ganz oben anzusiedeln ist. Er bleibt ja auch zu bestimmt 95% immer Herr der Lage. Also es gibt ganz wenig Situationen, wo er dann, ja, klingt jetzt plump, aber wo er auch mal irgendwie einen Kratzer abkriegt, aber es ist jetzt nicht so, dass er da im Kugelhagel steht und keiner trifft ihn oder so, also kein Rambo oder so. Es ist halt innerhalb dieses Films alles logisch erklärt, warum das so passiert. Ja. Also er ist bei weitem nicht unsterblich, nein, das soll er auch gar nicht sein. Und es ist auch einfach mal schön, wie gesagt, einen Helden, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wirklich in dieser Perfektion jetzt einfach mal zu sehen. Du hast gerade Rambo beispielsweise angesprochen, ich denke da an den Film Last Blood. Beispielsweise, wo Rambo übelst zusammengeschlagen wird. Welcher war denn Last Blood? Der letzte. Also der fünfte.
Der allerletzte, okay, ja. Den habe ich nicht gesehen, bin ich raus. Und das Ding ist halt einfach, dass Rambo halt brutal zusammengeschlagen worden, wo man so denkt, ja, stimmt. Also wenn man so dann drüber nachdenkt, war es ja noch nie so, dass Rambo jetzt ein Nahkämpfer wäre mit Martial Arts Techniken oder sonstiges, sondern er konnte immer einstecken. Er konnte wahnsinnig viel einstecken und er konnte gut mit Waffen umgehen, aber er war kein Nahkämpfer jetzt in diesem Sinne, wurde also übel zugerichtet, was dem Ganzen, was diesen Helden, sage ich einfach mal, so ein bisschen entthront. Und das ist bei Equalizer einfach nicht der Fall. Denzel Washington, wie gesagt, geht durch und ja, ist in dem Film eigentlich so ziemlich unaufhaltsam, sage ich einfach mal. Mhm. Was würdest du sagen, für wen, für welche, wie soll ich sagen, für welche Gelegenheit, für welches Publikum ist Equalizer? Also ich muss erstmal noch, weil es mir während des Films permanent im Kopf gespuckt ist, weil es mir jetzt auf den Lippen brennt, es ist dieser Vergleich, er drängt sich auf, John Wick. Aber weniger Action, er nimmt sich mehr Zeit für die Story als John Wick, hat aber durchaus auch sehr durchdachte Action-Szenen, wie auch John Wick. Aber okay, für wen ist dieser Film? Für Leute, die einen Action-Film wollen, einen durchaus brutalen Action-Film, obwohl nur FSK 16, nur FSK 16, die aber auch eine vernünftige Story dabei haben wollen, wo nicht jeder Aspekt erklärt werden muss. Manche Aspekte muss man einfach so hinnehmen, das ist okay. Für die Leute passt dieser Film. Pärchenabend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber hey, wenn deine Freundin oder dein Freund auf Action mit Story steht, bitte. Ist auf jeden Fall besser als Expendables. Da du den Vergleich gerade kurz gebracht hast, muss ich an dieser Stelle sagen, Grüße an meinen Freund Summit, wegen dem wir auch schon das For Lions Video mal gemacht haben. Summit hatte mir damals Equalizer und auch John Wick empfohlen. Ich sollte die unbedingt mal schauen, das habe ich dann getan. Und wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleichen müsste, würde ich sagen, John Wick ist irgendwie sowas, da spielt der Charakter wie in einer Parallelwelt. Übermäßig reich, übermäßig viele Waffen. Es ist eine Parallelgesellschaft, die da irgendwie von Kopfgeld, Jägern oder wie auch immer irgendwie sich da bekriegt und was weiß ich nicht noch alles. Können wir ja auch irgendwann mal drüber sprechen, über die Reihe. Aber nein, wir sprechen Equalizer, bitte nur über den einen guten. Aber Equalizer ist dann halt mehr so ein Film irgendwie, ich will nicht sagen, aus dem wahren Leben, das nicht. Aber es ist halt quasi einfach so, als wenn man eben, wie gesagt, diesen einen Menschen in das reale Leben, sage ich einfach mal, reinhaut, eben in so eine Situation. Also wir haben da keine Parallelgesellschaft von Supermännern mit Charakteren, wo man denkt, irgendwie sind die so gemacht worden, damit man daraus ein Videospiel machen kann. Man fällt sich an Tekken oder Dead or Alive erinnert, wo man viele Charaktere hat. Du hast halt die Mafia und die Iren und so, aber das sind ja alles durchaus real existierende Vereinigungen, Konstellationen, Wortfindungsschwierigkeiten. Punkte-Ranking von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du geben? Alter, jetzt hast du mich aber auf den kalten Fuß erwischt. Tja. Ich gebe ihm mal eine 8 mit Tendenz nach oben. Okay. Gibt es einen Aspekt in dem Film, wo du sagen würdest, die Stelle, egal ob jetzt von der Story her oder von der Darstellung selber, die haben so voll verhauen? Oder würdest du sagen... Nee, im Gegenteil. Ich finde sogar manche Sachen ganz geil gemacht, wo man halt sich denkt, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Aber es ist so inszeniert, dass es völlig egal ist, was da gerade passiert ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Szene, wie er irgendwie am Hafen ist. Du siehst ihn nur von diesem Tanker weggehen und hinter ihm explodiert das ganze Ding. Oder soll ich das Ende spoilern? Nicht unbedingt. Okay, das Ende, da kommt auch nochmal eine sehr geile Sequenz, also wirklich das ganz am Ende. Das ist auch sehr geil, weil man halt einfach nicht sieht, was passiert, aber es ist dann in der Nachschau einfach grandios zu sehen, was da passiert sein muss. Aber es ist in dem Moment auch gar nicht wichtig, was da passiert ist oder es im Detail zu sehen. Weil, nee, das hätte den Film nur unnötig noch in die Länge gezogen, hätte noch mehr Gewalt dabei gehabt. Das ist, war in dem Moment unnötig. Die Schlusssequenz, wunderbar gemacht. Okay, also ein Film von konstanter Qualität. Letzter Punkt, Denzel Washington. Er braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt, finde ich. Also am Anfang dachte ich mir, okay, ja, jetzt sind die beiden hier und hey und du. Und aber dann geht es mit der ersten Sequenz los, wo man halt seine Fähigkeiten sieht. Und ab da ist das dann auch häufig der Fall, weil er sich halt eben mit der ganzen Russenmafia anlegt. Ich sag mal, eine halbe Stunde, er dümpelt ein bisschen vor sich hin, ist Worldbuilding, Characterbuilding, ist überhaupt kein Thema. Aber er braucht ein bisschen, bis er dann in Fahrt kommt. Okay. Letzte Frage wäre jetzt noch von mir bezüglich Denzel Washington, seiner schauspielerischen Qualitäten.
ob die in dem Film jetzt richtig rauskommen. Ich sag mal, er hat ja eine Rolle, die eigentlich sehr in sich gekehrt ist, sehr introvertiert ist, was jetzt seine Aussprache betrifft. Das heißt, Denzel Washington hätte jetzt in diesem Film nicht die Möglichkeit gehabt, großartig mit Dialogen oder so zu glänzen. Wenn wir jetzt an Filme denken, beispielsweise wie Flight zum Beispiel, oder auch Sachen wie, ach, wie hieß der Film? Ich komme gerade nicht drauf. Training Day zum Beispiel. Ja gut, da hat er ja sowieso extrem viele Dialoge, die er da irgendwie hält, oder Monologe, kann man ja eigentlich sagen. Da fand ich ihn auch sehr anstrengend in dem Film, aber gut, liegt am Charakter. Und da wäre jetzt halt eben die Frage, von wem spielt er da seine schauspielerischen Qualitäten in dem Film voll aus, oder ist das was, wo man hätte sagen können, naja, da hättest du jetzt auch irgendjemand anders für nehmen können für die Rolle. Ach nee, er macht da schon einen guten Job. Finde ich sehr gut, doch. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, da hättest du jetzt vielleicht den oder den für nehmen können. Nee, also die Rolle, die er da spielt, spielt er gut, wunderbar, alles tutti. Okay, gut. Tja, meine Lieben, das war dann unsere Meinung zu Denzel Washingtons The Equalizer, der erste Teil. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht hat euch der Film ja noch viel besser gefallen, vielleicht hat er euch gar nicht gefallen, vielleicht kennt ihr ihn ja noch gar nicht und holt das eventuell nach. Tut das. Und in der nächsten Woche werden wir uns jetzt mal Gedanken machen zu Equalizer Teil 2 und wir hoffen dann nahtlos daran anknüpfen zu können. Bis dahin, bleibt uns gewogen, euer Team vom Vidizium. Danke und ciao. Tschüss.